Oh, was zum... Oh. Oh nein. Ashley! Oh. Ash! Ash! Ash. S. Nicht gut. Nicht gut. Oh nein. Okay. Okay. Ja, Ashley soll eigentlich nicht sterben und ich wollte auch nicht, dass Jessica stirbt. Ich wollte, wenn überhaupt, dass Emily zuerst stirbt. Die hat sie schließlich verdient. Was zum Teufel? Oh. Warte mal. Die Atmosphäre und die Musik und alles von dem Spiel ist schon echt geil gemacht. Das ist schon heftig. Oh shit, nein! Weil allein durch diese Musik, durch die Atmosphäre irgendwie, wird eine Spannung aufgebaut und man hat irgendwie schon, ja, eine leichte Angst. Ich will nicht in den Wald. Da ist irgendwas. Ashley! Ashley! Ist jemand da, Ashley? Schreie noch lauter rum. Wenn ich vorhin die ganze Zeit geantwortet hätte, ich habe vor Schlangen Angst und wollen jetzt hier die ganze Zeit Schlangen lang kriechen oder was? Ash! Dich kriege. Ash! Ash! Ash!
Ashley? Ich habe ein ungutes Gefühl. Und ich möchte gerne nochmal den anderen Weg laufen, weil ich da überhaupt lang komme. Genau hier war das, ne? Ich möchte den Weg doch nicht laufen. Was zum Henker? Ich hasse dich. Warum kann man nicht zuschlagen? Das wäre jetzt genau der richtige Punching Ball, die ganze Zeit dagegen schlagen. Nimm aus dem Weg. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, Alter. Ich habe die ganze Zeit hier auf das, den Scheiße geachtet hier. Was ist das? Der Schweineknochen, der Schweinekopf. Zehn Jahre älter. Ich will gleich wieder meine Herztabletten aus dem Schrank suchen, ey. Eine gruselige Nachricht an die Washington-Familie, in der mit Rache als an Hannah und Bess gedroht wird. Ich werde, achso, das hat man ja schon. Ich werde sie holen. 16 beschissene Jahre. Ja. Na, ein Glück bin ich hier lang gegangen. Ah, ich vergesse immer, dass ich R2 gedrückt halten muss. War das? Oh, habe ich ein paar Tote im Übersehen?
Ja, dann sind wir ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Ash! Aber erstmal von außen rein. Ich habe da gerade irgendeinen Schatten oder sowas gesehen. Okay. Ja, ich glaube, das war Sam oder Jessica. Oder nee, sind die nicht schon tot? Ich blicke ja gar nicht mehr durch, wer schon tot ist und wer nicht. Aber sind am Ende auf jeden Fall alle tot. Okay. Hey. So. Klar, wie Tür zu. Was ist? Bitte, hilf mir! Ich komme, Ash. Geht einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris, er hat mich gefesselt. Ich bin gefesselt. Ashley, ich hol dich da raus. Keine Sorge. Ich hab solche Angst, Chris. Verheil dich, bitte. Was ist das für ein verkackter, verschissener, bewichster Weib? Hey. Gott verdammt! Dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Das kannst du nicht tun! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach.
Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein. Wen ich retten will. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, scheiße, oh, nein. Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair. Okay. Alles ist bald okay. Oh, Alter, Kumpel. Oh mein Gott, Fred. Denk lieber nach. Einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ja. Josh retten, Ashley retten. Ich mag eigentlich beide, aber... Komm, wir retten mal die Dame. Genau. Tittenbonus. Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde! Ich, was soll ich denn tun? Oh! Nein, Chris! Oh! Oh nein. Oh, ich dachte, Gott, wir sind Freunde, ja. Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn, bitte! Nein! Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Nicht hinsehen! Warum denn nicht, Chris? Bitte sag mir, es geht ihm gut! Bitte! Klar. Ich komme, Ash, ich hol dich da runter! Wie geht's gut? Hör auf, bitte! Komm, los, wir holen dich da runter, komm, wir müssen hier raus! Nein. Wir müssen weg, okay? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Und was sollte ich denn was tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut. Du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Ja, die Weichen waren nicht gestellt. Der Wagen hätte nicht weiterfahren können. Ist nur die Frage, ob das Spiel dann überhaupt weitergegangen wäre. Ob ich mich nicht hätte entscheiden müssen. Angst, dass ich... Er dekoriert schön, ne? Ich hatte auf jeden Fall Angst, wenn ich nichts mache, dass das dann einfach zu Ashley oder so rüberfährt. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Ah. Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Nee. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ja.
dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Klar, mach ich weiter. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Nö. Oh, der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Was war das denn? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Oh mein Gott, ich hab so eine Fahrrad! Nein! Nein! Lauf! Max, wir müssen sofort Hilfe holen!